13 Lausitzer Unternehmen sind in diesem Jahr Teil der Internationalen Grünen Woche in Berlin. Noch bis zum 29. Januar stellen sie ihre regionalen Produkte auf der Messe vor. Unter ihnen Meisters Wurst- und Fleischwaren Bautzen, die Lausitzer Früchteverarbeitung aus Soland oder auch die Bergquellbrauerei Löbau. Zum ersten Mal mit dabei ist der Landhof Garnow. Mit seinen Knoblauch-Gewürzmischungen, die in Königswartha hergestellt werden, haben sie sich bereits hierzulande einen Namen gemacht. Den Zuschauern des Lausitzwelle Fernsehen hatten sie gemeinsam mit Carola Kocht im vergangenen Jahr bereits einige Rezepte in der Sendereihe Kochen mit Lausitzer Knoblauch präsentiert. Nun wollen Antje und André Garnow beim nationalen Publikum in Berlin punkten. Noch bis Sonntag sind alle Lausitzer Betriebe in der Halle 21 auf dem Messegelände Berlin zu finden. Neben den Lausitzer Ausstellern sind bei der Internationalen Grünen Woche Berlin landwirtschaftliche Erzeuger und Vermarkter aus der ganzen Welt vertreten.